Und damit herzlich willkommen zurück zu Elex. Ich habe ja gesagt, ich will den Code mal rausprobieren. Und ich glaube, ich habe letzte Mal 8953 eingegeben. Und geht doch. Ja, ich war extrem nah dran. Ich meine, es bringt nicht viel. Das sind irgendwie 50 Elex, die wir jetzt dadurch verdient haben. Deswegen nehme ich das nicht so ernst. Was ich aber in der letzten Folge vergessen habe, ist überhaupt mal nachzuschauen, was haben wir da? Volkmaßwaffe. Oha! Unverkäuflich. 54 Schaden plus 10% Nahkampfwaffen haben wir natürlich. Eine zweihändige Waffe. Okay. Können wir nicht tragen, aber wir haben sie. Und ja. Dann würde ich hier mal einfach runterspringen. Und wir sehen hier eine Goldraune. Auch schön. Und sonst haben wir hier, glaube ich, soweit eigentlich nichts mehr zu suchen. Jack rennt hier irgendwo rum. Den lassen wir mal hier auch rumlaufen. Da haben wir einen. Ich schau noch mal kurz, ob wir mit dem noch mal sprechen. Das Leben zieht viel zu schnell an einem vorbei. Das finde ich auch. Vor allen Dingen an unseren guten Falk. Komm mal mit. Mitkommen. Ja. Ja. Wegen der Elektroteile. Wegen der Elektroteile. Ja. Ich habe hier dieses hydraulische Gelenk gefunden. Ich habe dieses hydraulische Gelenk gefunden. Bemerkenswert. Ein synthetisches Gelenk auf Titanbasis, das einen menschlichen Arm imitiert. Wir gleichen den Maschinen mehr, als dass wir uns unterscheiden. Das habe ich mir auch schon immer gedacht. Irgendwie fehlen dir ein paar Prozente, ist auch gut. Wir stimmen dem einfach mal zu. Das habe ich schon immer gedacht. Nicht wahr? Die Maschinen und wir entwickeln uns beide in die gleiche Richtung. Unsere Motorik, Fähigkeiten und sogar unsere Ziele ähneln sich. Okay. Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Und eines Tages wird es eine Symbiose geben. Sag bloß. Mhm. Meinst du? Also, wie sieht's bei dir aus? Wie sieht's aus bei dir? Schwer zu sagen. Ich denke noch einmal darüber nach. Er findet mich immer noch seltsam. Mann, exzellent. Exzellent. Wieso findet er mich immer noch seltsam? Mann, du. Ich gebe mir doch mein Bestes. Ich möchte doch mit ihm reden. Also, Iron Madison müssen wir töten. Mäuler stopfen, 5 Warenkisten. Mechanischer Wächter, der müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Okay. Können wir eigentlich hier mal zu den Südklippen hin? Also ich dachte gerade, da wäre ein Rechtschreibfehler. Okay, da gehen wir hin und da müssen wir dran denken. Da sind sofort Gegner, die alle böse sind. Gib Gas. Da waren nämlich die Häscher, die auf uns warten. Und ich glaube nicht, dass wir dem Schaden zufügen. Oh, wir machen erstaunlich viel Schaden. Oh, er auch. Erfahrung, okay. Haben wir sie mal mitgenommen, die 90 Erfahrung. Was kann der denn uns mitgeben an Geld? 4 Elektroschrott, ach, ein Elektroschrott, 4 Zähne und ein Metallschrott. Okay. Lohnt sich nicht unbedingt allzu sehr. 90 EP finde ich auch ehrlich gesagt nicht ganz so viel, aber das ist so eine Krankheit, was Gothic-Spiele mitbringen, wenn du mich fragst. Die geben einem immer zu wenig EP für Kämpfen, wenn du mich fragst, ne? So, da unten sehen wir die Drohne. Da ist die defekte Drohne. Die müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen defekter machen. So, 25 EP. Aber wir haben einen Häscher umgebracht. Das ist auch mal was Neues. So, da haben wir's. Das KI-Modul dieser Drohne ist kaputt. Ich sollte es trotzdem mitnehmen. Toll. Hätte ich gewusst, dass wir da eine Quest abschließen, hätte ich die 10% HP, also EP, noch gerne mitgenommen. Aber haben wir nicht. Der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Ja, das finde ich aber allerdings auch. Aber trotzdem, deswegen habt ihr gesehen, vielleicht, dass ich abspeichere. Ich will trotzdem mal schauen, was es hier so gibt. Diese Trockenfleisch, ein bisschen Elixit, ein paar Knochen. Wir müssen auch mal schauen, dass wir uns vielleicht ein bisschen was zu essen mal machen demnächst. Also nicht nur in echt, sondern auch in dem Spiel.
sieht echt nicht sehr einladend aus hier, muss ich gestehen. Nehmen wir uns noch ein bisschen Schwefel mit. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen essen. Rubbel, dubbel, dubbel, dubbel. Also nicht nur Essen machen, sondern auch selber essen. Aber irgendwie weiß ich nicht, was ich hiervon halten soll. Ah, naja. Hier ist auf jeden Fall ein Weg. Ich gehe den mal lang. Ich schaue mal einfach nach, was da auf uns wartet. Meine Neugierde wird der Tod sein. Bestimmt nochmal, so wie letzte Folge, als wir gegen den an den Leuchtturm gewandert sind und plötzlich gegen Kannibalen arbeiten müssen. Was haben wir denn da? Was bist du? Du bist Falk, okay. Was bist du für ein Stalker, okay. Der sieht echt nicht nett aus. Ach ja, genau, zu dem Kudder wollten wir ja noch. Zu dem Fischkudder da unten. Da haben wir noch gar nichts angeschaut. Ich schaue einfach mal, ich gehe mal einfach weiter. Ihr wollt ja nirgendwo hin sonst, oder? Oder habt ihr irgendwie Termine? So in der nächsten Zeit? Nö. Okay, alles gut. So. Einmal Asselfleisch mitnehmen. Wie gesagt, ich werde die demnächst mal verbraten, was wir alles so an Fleisch dabei haben. Wir haben nämlich eine ganze Menge Fleisch dabei. Oh. Hey. Aua, lass das sein. Mando. So. Ne, deswegen... Was war das? Was war das da unten? Oh Gott. Werden wir jemals stark genug sein, um gegen solche Viecher zu kämpfen? Ich bezweifle es ja. Naja, teilweise. Wenn ich mir so überlege, wie hasenfußig wir hier durch die Gegend laufen. Eisenerz. Aber wir sind, wenn ihr mal überlegt, am Anfang waren wir noch komplett davon überzeugt, dass wir niemals irgendwas umbringen werden. Inzwischen sind wir doch schon relativ stark. Toll. Vor allem sind wir auch wahnsinnig gute Kämpfer, wie man sieht. Ich muss halt den Nahkampf vielleicht noch ein bisschen lernen. Oh. Warte. Loot. Nee. Dafür bin ich nicht ausgerüstet. Ich glaube, das sind quasi deren Nester, diese Strukturen, oder? Ihre Bauten. Wir haben natürlich noch einen Wüstenteufel, warum auch nicht? Guten Tag, ich muss mal eben kurz über deine Brücke, ist okay, oder? Ich kann mich nicht erinnern, ob die Nahkampf oder Fernkampf sind. Ich glaube gar nichts. Alles will mich umbringen. Ich springe. Oh, na toll. Ernsthaft? So, dann schauen wir mal bei dem Fischkutter. Ich wollte es mir einfach nur mal anschauen, was da ist. Und dann würde ich sagen, wenn wir da uns das mal umgeschaut haben, weil auf der letzten... Ja, Falk wartet. Ja, das, ich habe das Gefühl, dass wir das nicht überleben. Also ich werde es auch nicht versuchen. Das war... Oha! Böse, 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 sag ich einfach mal. Und wir gehen einfach mal zurück. Ich gehe auch mal zu meinem Bett wieder. Einfach nur, weil ich mir sage, das ist mein Bett. Das war nicht ganz angenehm da in dieser wunderschönen... toten Stadt, wie auch immer. Wir können mal schauen, was denn unser guter Ragnar noch zu sagen hat. Guten Tag. Du wolltest Berichte aus einer anderen Stadt. Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Nur Quatsch. Ich bin im Fort gewesen. Ich bin im Fort gewesen. Dann raus damit. Was hast du gesehen? Eine gut befestigte Stellung und viele Waffen. Und ihre Mannstärke? Beachtlich.
Ich hatte immer gehofft, dass die Outlaws sich selbst zerfleischen. Aber besser, ich behalte sie im Hinterkopf. Hier, nimm das. Danke sehr. Hätte ich auch gerne mitgenommen. Ich habe mich gerade eben kurz geärgert, dass ich den angesprochen habe, ohne Gedingse zu machen. Mein Praktika auszurüsten. Mein Praktika-Halsband. Ich werde es immer wieder vergessen und ich werde mich jedes Mal darüber aufregen. Das sage ich jetzt schon mal. Ich glaube, ich werde es bei extrem seltenen Gelegenheiten tatsächlich anhaben. Also so dumm eigentlich, aber naja. So, starke Knochenmarkbrühe. Was macht das? Rüstung plus 10 und 170 Gesundheit mehr. Sehr cool. Ein Stegteller, das würde ich, glaube ich, einfach mal alles machen. Angriffsstärke plus 10 ist auch sehr gut. Die bauen wir einfach mal so viele, wie wir können. Danke sehr. Dann die starke Knochenbrühe, 2 Stück Drüsensuppe. Wir haben nur eine Drüse. Ein blutiger Burger. Da können wir auch nur einen machen, weil wir kein rotes Fleisch mehr haben. Asselfleischsuppe möchte ich gerne lieber machen. Da machen wir 3 Stück. Und gebratenes Fleisch geht nichts. Wärmende Suppe. Nordranke haben wir nicht. Von daher alles gut. Hör auf damit. Ach, hör du doch auf. Ich hab's schon wieder vergessen, dass sie mich immer wieder anschnauzen, wenn wir hier essen. So, Stegteller. Das möchte ich gerne auf die 4. Und sonst, ja, sonst könnten wir eigentlich, wenn wir schon mal da sind, hauptsächlich, weil ich weiß, dass der da ist, das hat überhaupt keinen Stammkundenbonus oder so etwas. Das gibt es bei diesem Spiel nicht. Aber ich will mir einfach nur ein paar Pfeile kaufen. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ne, warte, andersrum. Wie kann Sie mir helfen? Verstanden. Mhm. Und zwar hätte ich gerne alle Pfeile, die Sie im Angebot haben. Vielen Dank. Was gibt's denn hier so an Waffen? Breitschwert gefällt mir auch. Sonst haben wir eigentlich, ja, dadurch, dass wir diese schöne Waffe gefunden haben, nichts. Kriegsschild 1. Oh, 50 Konstitution. Okay. Die können wir alles verkaufen. Ja, gib mal 3 Besen. Nein, ich kaufe die gerade, ich dummes Kind. Verkaufen. Warte mal, Handel zurücksetzen. So. Ich möchte gerne alles. Pfeile bitte einmal kaufen. Ja, ich bin manchmal nicht der klügste Mensch auf dieser Welt. Aber auch nicht der dümmste. Also, keine Sorge. Öllampe, Krug. Ich habe mich ein bisschen darüber gewundert, woher ich die ganzen die ganzen Besen wieder hatte. Konnte ich mich nicht dran erinnern. Und deswegen, daran habe ich es dann festgemacht. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns in der Hölle. Beim nächsten Mal. Ja, ja. Verdammte Technik. Sei du mal verdammt, du Technik. Falk? Falk ist noch da. Sehr gut. Wir laufen ja auch mit einem Kleriker, der uns an der zur Seite steht, einfach an dem Führer der Berserker vorbei. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Wir schlafen bis zum Morgen, sind frisch ausgeruht. Falk muss den ganzen Nacht neben uns am Bett stehen und zuschauen. Sonst kann ich nicht mehr einschlafen. Ich habe mich da jetzt so dran gewöhnt, dass der mich beim Einschlafen beobachtet. Das geht halt nicht. Warum ist Cutter jetzt hier... ach ja, genau, da wollten wir ja zurück. Bunker des Dukes und wir geben ihm die KI wieder. Und wir sollten vielleicht mal... Will ich mit Cindy... Also will ich Cindy darüber... Oder was heißt wollen? Kann ich Cindy... darüber ansprechen, dass sie mich in eine Falle geschickt hat. Weiß die das, dass das eine Falle ist? Ich glaube fast nicht. Ich glaube, dass Cindy das egal ist. Also, was heißt egal? Ich glaube aber nicht, dass sie weiß, dass da Leute wohnen. Aber ich möchte es... ich möchte es trotzdem mal ausprobieren. So, dann gehen wir halt hier rum. Ich glaube, Chloe könnte ein bisschen beleidigt sein, wenn wir hier jetzt rauskommen. So. Ja, oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Chloe ist echt nicht durchschaubar. Moin, Chloe. Na, wie geht's dir? Ah, schade. Okay, ich dachte gerade, die will mich wieder klopfen. Hätte ich jetzt nicht so gut gefunden. Kada. Guten Moin, Kada. Deinem Hintertürchen. Ich habe das KI-Modul. Ich habe das KI-Modul.
Gut, dass ich die Drohne gesehen hatte. Sie war wirklich defekt, oder? Jetzt ist sie es. Wie meinst du das? Hast du sie geschrottet? Ich hatte keine andere Wahl. Sie hat mich angegriffen. Ja, genau so. Wirklich? Das ist die Geschichte, mit der wir leben. Als ich sie gesehen hatte, hat sie nur herumgelegen. Und das KI-Modul? Ist defekt. Sie selbst. Ach, verdammt. Musstest du sie denn so übel zurichten? Mist. Naja. Verdammt. Vielleicht kann Elmar ja noch etwas retten. Gib her, ich mach das selbst, würde ich gerne sagen. Können wir aber nicht. Ich bringe das Modul zu Elmar. Ich bringe das Modul zu Elmar. Alles klar. Hier hast du es wieder. Bring es zu Elmar. Ich hoffe, er will nichts dafür haben, dass er es repariert. Ich bin im Moment quasi pleite. Wenn er was haben will, könntest du es vorstrecken? Ja, muss ich wohl. Quasi pleite ist nicht pleite. Ja, komm. Okay. Okay. Du bist der Beste. Ich weiß. Du bekommst es doppelt wieder, wenn ich wieder flüssig bin. Versprochen. Bestimmt bekommen wir das wieder. Man kennt das ja so bei Computerspielen, wenn Leute einem das Wort geben. Das passiert einfach. Genauso wie mir das, wie die mir das erzählen, wird es auch geschehen. Hust. So, ich will mal kurz nach Cindy. Cindy, guten Tag. Ich hätte gerne eine Frage. Moin. Cindy, guten Tag. Nein, gerade nicht. Weißt du, mit dieser Einstellung wird das auch nichts. Später vielleicht. So, Hank, haben wir auch nichts mehr. Okay, dann können wir nicht zu Cindy, dann müssen wir jetzt zu Elmar. Gucken wir mal, wo das Ding gibt. Der dürfte wahrscheinlich direkt neben mir stehen, ja. Mehr oder weniger. Weil, Gesetz der Wahrscheinlichkeit, der steht halt immer direkt neben mir. Das ist nicht Cindy, nicht Elmar. Das ist nicht Elmar. Ein mechanischer Wester, halb gelötet, ist gut verdrahtet. Wo haben wir den? Komm, zeig mir deine Map. Oh, der steht direkt daneben, da können wir ja hin. Schnell! Teleport mich schnell, der läuft weg. So, well. Elmar ist unten im Keller, genau. Ich vergaß. Das war ja der Azubi? War das der? Ich glaube ja, ne? So, moin. Was willst du von mir? Ich kann euch Outlaws auf den Tod nicht ab. Erst haltet ihr mich hier gefangen und dann lasst ihr mich hier verschimmeln. Ich gehöre nicht zu den Outlaws? Ich gehöre nicht zu den Outlaws. Outlaws, Berserker, Alps, ihr seid doch alle das gleiche Pack. Ungläubige Ketzer, die das Licht Kalans nicht erblickt haben. Und jetzt sprich, was willst du von mir? Immer dieser Hass, der einen entgegenschwillt. Mann, Mann. Was kannst du mit dem KI-Ding machen? Kannst du dieses KI-Modul reparieren? Ja, kann ich. Allerdings wird es dich etwas kosten. 100. Dann mache ich es lieber selbst. Sag ich einfach mal. Dann mache ich es lieber selbst. Du kannst sowas? Ich bekomme das schon hin. Ach, scheiße. Gib halt her das Teil, bevor du noch etwas kaputt machst. Finde ich so gut. Vorher hieß es ja, wir mussten 10 so, haben. So, schon fertig. Modifiziert. Viel Spaß damit. Ich mache das nicht absichtlich. Ich sollte einfach, wenn ich in der Stadt bin, dieses Medaillon einfach tragen. Naja, wieso verschwindest du nicht von hier? Wieso verschwindest du nicht von hier? Vergiss es. Versuch bloß nicht, mich hier rauszuhauen. Die haben mich verdrahtet. Was meinst du damit? Sie haben mir einen Sprengsatz implantiert. Wenn ich mich weiter als ein paar hundert Meter vom Fort entferne, war es das mit mir. Okay. Bei der schrottigen Technik hier habe ich sowieso schon Angst, dass das Ding einfach von alleine zündet. Das werde ich bestimmt nicht provozieren. Meine einzige Hoffnung ist, dass die Outlaws mich irgendwann gehen lassen. Wenn das so ist. Okay, ich wollte ihm ja gerne helfen. Aber jetzt, nachdem ich mich mehrfach darüber aufgeregt habe, setze ich das Amulett des Dienstleisters mal an. Und wir können Punkte verteilen. Und die Punkte verteile ich so, dass wir auch auf Gerissenheit gehen. Wie viel brauchte ich? 25, ne? Warte mal. Nein, bitte nicht. So, Persönlichkeit, Attributspunkte. Wir brauchen 25 Gerissenheit. Und
Erfahrener Jäger, du bekommst mehr Erfahrung für getötete Feinde, wäre auch super. Aber das können wir halt nicht. Bücherwurm, Praktika wäre auch eine klasse Sache, aber wir brauchen dafür so viel Intelligenz. Falscher, nee, Kampftheorie, erhöhe deinen Kampfwert. Erhöhe deinen Überlebenswert, Handwerkswerk, okay. Persönlichkeitstheorie wäre natürlich am besten, da kriegen wir sofort 2 Punkte Persönlichkeit, aber das können wir uns abschminken. Und den Rest, ja. Wir machen einfach mal die 25 Gerissenheit. Und weil wir so schön sind und schlau, machen wir einen Punkt auf Konstitution. Ja, Geschick und Konstitution. Dann haben wir die Punkte nämlich so vergeben. Gehen dann gleich zu einem Persönlichkeitslehrer. Dann können wir nämlich Attributsgründe lernen. Da können wir nämlich noch 10 Punkte verteilen. Und ich bin mir nicht sicher, wo ich die 10 Punkte hereinlegen will, sag ich mal. Für den Jagdbogen ist natürlich schön, dass wir geschickt jetzt mehr oder weniger genug haben. So gerade eben. Aber ich bin mir fast sicher, dass wir eventuell heißt das natürlich, vielleicht auf Stärke gehen wollen. Also hauptsächlich wegen dieses, Mist, da fehlt uns ein Punkt Geschick. Naja, Energie-Regentenschwert, das klingt nämlich sehr interessant. Das möchte ich gerne mal benutzen und ich glaube, dahin möchte ich mich auch inskillen als nächstes. Was uns natürlich dahin bringt, wenn wir hier das hier anziehen und Energieregentenschwert, dann brauchen wir nur noch 12 Punkte. Den Ring der Stärke haben wir. 10 Punkte können wir uns jetzt gleich kaufen. 12 Punkte fehlen uns noch. Komme ich hier eigentlich raus, wenn ich fliege? Setzerbrot. Danke. Nee, ne? Oder? Ja, so gerade, aber so gerade reicht mir völlig. Wir müssen ja nur so gerade eben überleben. Oh, warte. Hund, brauchst du nicht, oder? Brauchst du alles nicht. Oh, hallo. Mit dir wollte ich nicht reden. Uah. So, dann gehen wir doch mal in Richtung Türchen wieder. Wo haben wir den denn? Ist der da? Ja, ne? Warte mal. Warum ist die Quest denn jetzt nicht mehr an? Tavar. Mechanischer Wester. Doch, der ist da. Okay. Da ich letztes Mal so verkackt habe mit dem Fliegen, werden wir jetzt mal hier so drumherum laufen. Ja, die Schweißer, die im Hintergrund alles verschweißen und uns nerven, ja, da kann man wirklich nichts gegen tun. Leider. Finde ich nicht gut. Aber was willst du machen? Die schweißen uns halt das Ohr voll. Wir gehen jetzt mal dahin. Ich denke mal, dass der jetzt gleich dazu kommt und sagt, ja, KI-Modul ist schon gut, aber jetzt brauchen wir einen Roboter, wo wir das auch tatsächlich reinstecken. Das werden wir brauchen, irgendwann. Und ich denke mal, das wird die nächste Quest sein. Guten Tag, Cutter. Was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit dem reparierten KI-Modul? Wir setzen es einer funktionierenden Drohne ein, was sonst? Und woher bekommen wir eine Drohne? Genau, von den Klerikern. Ja, scheiße. Eh genug davon. Einer unserer gefangenen Kleriker hat mir verraten, dass sie dort drüben gerade an einem U5-Prototypen bauen. Hat erweiterte Intelligenz oder sowas. Habe ich vergessen. Kenn mich ja nicht so gut damit aus. Okay, wir sollen also einen Prototypen klauen. Du willst, dass ich einen Prototypen klaue? Na klar. Wenn schon, denn schon, oder? Eine normale Kampfdrohne wird es da nicht tun. Wir brauchen eine mit mehr Intelligenz. So wie ich. Ja, der ist der Intelligente. Egal, wir werden es mal machen. Ich denke, es ist okay. Ich werde die Drohne von den Klerikern holen. Alles klar. Dann kann ich mich ja schon bald auf die faule Haut legen. Okay. Es wird bestimmt nicht allzu schwer, die Drohne da unbemerkt rauszuschaffen. Bestimmt. Die Kleriker nicht. Haben doch eh nur Augen für ihren komischen Gott. Das bekommen die gar nicht mit. Wenn der mal einen Moment weiterdenken würde, dass der komische Gott, so wie der das ausspricht, diese Technik hochhält und wir da Technik klauen, was ja in dem Sinne ein göttliches Werk ist. Naja. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Das wird bestimmt witzig. Moin, Red. Wir gehen mal nach Red. Ich glaube, der hat uns was zu erzählen. Wegen Chloe. Wegen Chloe. Hey, hey, immer langsam. So schnell bin ich auch nicht.
Lass mir noch etwas Zeit mit ihr. Achso. Ich bekomme schon noch raus, wieso sie keinen Tribut an den Duke mehr zahlen kann. Okay, dann nicht. Ja. Ich wollte zu Chloe. Ich wollte wirklich zu ihr hin. Wie auch immer. Ich bin nicht der Klügste. Guten Tag, Chloe. Hallo, ich weiß, du hasst mich und alles und so. Wir haben uns auch schon ein paar Mal verprügelt, aber bring mir mal bring was mir bei. Etwas bei. Na gut. Das ist so doof. Ihr Tributspunkt hätte ich gerne. Ein paar. Danke sehr. Zack. Was kosten die nächsten? 55 und 35. Okay. 35 Intelligenz ist gar nicht so verkehrt. Könnten wir wahrscheinlich bald machen, aber 55 Persönlichkeit. Oh ja. Also Stärke. Das dauert ein bisschen, bis wir da sind, aber wir können da schon mal hinarbeiten. Weil jetzt brauchen wir ein komplettes Level-Up, wenn ich mich nicht vertue. Ich glaube, wir brauchen 43, ne? Egal. Wir machen einen Intelligenz mehr. Ja. Dauerhaft mein Mana erhöhen. Das können wir auf jeden Fall. Da müssen wir eh in die Richtung mal irgendwann hin. Das haben wir jetzt verbessert. Uns fehlen jetzt noch 5 Punkte in Stärke. Das sind genau ein Level-Up. Was ich eigentlich nicht so schlecht finde, muss ich gestehen. Weil ein Level-Up kriegen wir bestimmt irgendwann hin. Da bin ich mir sicher. Ja, da bin ich mir auch sicher. Das sollte eigentlich funktionieren. Mechanischer Vesta, ein alter Coach, stinkt nicht. Wo müssen wir dafür hin? Oha. Klar. Guard 5. Wir müssen also in den Hort rein. Ja, toll. Diese Quest ist dann erstmal auf Eis. Also, Mäulerstopfen. Das war das mit der Karawane, die wir uns mal anschauen sollen. Die liegt hier vorne rum. Okay, da liegen die Warenkisten. Da schauen wir uns einfach mal an, wie das da aussieht. Wir haben jetzt noch ein paar Minütchen Zeit. Guten Tag. Hey, Arschloch. Was? Viele Grüße von Chloe. Ah. Du bist tot. Wie wäre es, wenn der mal mitmacht? Hulk. Weißt du, das ist schon wieder das gleiche wie mit Chloe gerade. Falk ist so schnell, der stellt sich in den Weg. Und ich kann dann die Leute nicht treffen. So, komm her. Alter. Da fängt er dann an mitzuhelfen, ne? Hey, Arschloch. Ja, ja. Du bist tot. Falk, könntest du mal mithelfen? Ich bin nicht in der Lage, Nahkampf zu machen. Ich weiß nicht, wie das. Dieses Lock-in, Lock-on ist so stark. Da komme ich nicht gegen an. Und die hatten sich gerade auch geheilt, ne, zwischendurch. Weil als ich auf Nahkampf gegangen bin, da hatten die plötzlich alle wieder volle HP. Das ist irgendwie nicht gut. Ich wollte eigentlich, weil ich die alle so ziemlich kaputt hatte, dachte ich mir, machst du die mal dann tot? Also im Nahkampf, um Pfeile zu sparen. Das war doof. So, ich muss mal eben kurz einen Heiltrank trinken. Die Wächter könnten mir auch helfen da, aber nein. Ich glaube, dass das mit Chloe echt ein Problem ist. So. Gut erhaltene Konservendose. Guter Becher. Abolzen, Elexit. Vielen Dank. Ihr bleibt hier gerne liegen. Okay. Ich hätte natürlich auch... Warte mal, macht dieser Steak-Teller eigentlich nur Nahkampfschaden? Steak-Teller, Angriffsstärke, okay. Er macht allgemein Angriffsstärke, was auch immer das bedeuten mag. Ich denke, das wird nur, nur Nahkampfschaden darstellen. So. Da will ich auch gerne mal rein. Weil das scheint mir so ein Biodom zu sein, der tatsächlich noch existiert. Also der noch komplett... intakt ist. Ich schaue nur gerade eben, ob ich irgendwie vom Weiten einen Teleporter entdecke oder so. Das ist auch cool. Boah, hier sind so viele coole Gebiete.
Aber ich versuche mich mal nicht ganz so abzulenken. Diese Sandteufel, Wüstenteufel kann ich, glaube ich, noch vergessen erstmal, ne? Obwohl wir natürlich jetzt ein paar mehr Stärkepunkte gesammelt haben. Ein bisschen stärker sind wir ja geworden. Ah, da sind schon wieder diese Kritter. Fiese Spinnenwesen. Naja, ich würde sagen, ich denke, wir werden uns in der nächsten Folge mal anschauen, wie stark die Waffenkisten da bewacht sind und ob wir überhaupt eine Chance haben, uns die anzuschauen näher. Und bis dahin einfach, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich nehme wieder eine viel zu viele Menge Folgen auf. Das heißt, wenn ihr in den letzten 4 Folgen oder so Tipps gemacht habt, das dauert ein bisschen, bis ich mich da drum kümmern kann. Aber es ist halt einfach leider ein Spiel, was ich mal, also nicht mal eben so nur eine halbe Stunde spielen kann. Deswegen. Aber wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr zuschaut. Ich verstehe auch, dass ihr nicht direkt nach Release schaut, aber das ist einfach so. Ist halt so, ne? Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da seid und bis zum nächsten Mal. Ciao.